Meine lieben Zuschauer, ich begrüße Sie. Ich möchte Ihnen in diesem Video die Kabelarten, Leitungsarten ausführlich vorstellen, die in der Elektrotechnik, in der Elektroinstallation, in der Fernmeldetechnik und in der Antennentechnik genutzt werden. Ich erkläre Ihnen die Bezeichnungen der Leitung. Was hinter den Abkürzungen mit den Buchstaben und Zahlen stecken. Welche Unterschiede bei den Leitungen und Kabeln zwischen Schwachstrom und Starkstrom bestehen. Ich möchte Ihnen zuerst einmal zwei Leitungstypen für feste Verlegung näher erklären. Beide Leitungen werden in Wohnungen verlegt. Und zwar ist das die erste Leitung, die Mantelleitung, NYM, mit der Typbezeichnung NYM. Die zweite Leitung ist die Bleimantelleitung, NYBUY, die Bezeichnung hier, die Typenbezeichnung. Ich stelle Ihnen zuerst mal die erste Leitung vor, die Mantelleitung NYN. Diese Mantelleitung besteht aus den Materialien, die sind hier einzeln angegeben in Ziffern von 1, 2, 3 und 4. Die Nummer 1 ist PVC-Mantel, also besteht aus PVC. 2 ist hier Füllmischung. Nummer 3 ist die Isolierhülle, auch aus PVC. Und Nummer 4 ist Kupferleiter, als eindrehtig oder auch mehrdrehtig vorhanden. Diese Mantelleitung hat eine NYM-Leitung, hat eine Nennspannung von U0 durch U, also 300 und 500 Volt. Diese Mantelleitung ist für die Verlegung auf, im und Unterputz sowie im Mauerwerk sowie im Freien zulässig. Im Freien sollte die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Diese Mantelleitung NYM gibt es als eindrehtig 2, 3, 4, 5 und 7 dreht. Die Querschnittsbereiche in Millimeter Quadrat ist von der Anzahl der Leiter abhängig. Für Eindrehtige ist der Querschnittsbereich im Millimeter Quadrat 1,5 bis 16. Von 2 bis 5 Drehtige Anzahl der Leiter ist 1,5 bis 35 mm Quadrat. Für 7-drähtige Adern, 7-drähtige Leiter, ist nur 1,5 mm Quadrat vorhanden. Die Außenumhüllung ist in Farbe Grau. In trockenen Räumen ist zulässig Aufputz, In- und Unterputz. In feuchten und nassen Räumen sowie im Freien Auf-, In- und Unterputz zulässig. In feuergefährdeten Betriebsstätten und Lagerräumen
Auf-, In- und Unterputz zulässig in explosionsgefährdeten Betriebsstätten und Lagerräumen, Auf-, In- Unterputz, Auf-, In- und Unterputz unter Berücksichtigung der besonderen chemischen und thermischen Einflüsse zulässig. Als nächstes stelle ich Ihnen die Bleimantelleitung NYBUY vor. Was steckt hinter diesen Buchstaben, Kurzzeichen NYBUY? N steht für Normleitung. Y steht für Kunststoffisolierung. B steht für Bleimantelleitung. U steht für Umhüllung. Y steht für Kunststoffisolierung. Aus welchen Materialien besteht die Bleimantelleitung NYBUY? Hier sind die Ziffern angegeben für die einzelnen Materialien, aus denen die Bleimantelleitung besteht. 1 ist PVC-Hülle, 2 ist Bleimantel, 3 ist Füllmischung, 4 ist PVC-Isolierhülle und 5 ist Kupferleiter. Der Kupferleiter kann ein- oder mehrdrähtig sein. Die Bleimantelleitung ist für eine Nennspannung von 300-500 Volt ausgelegt. Also U0 durch U. U0 wäre 300 und U wäre dann 500 Volt. Die Bleimantelleitung gibt es in zweidrähtiger Form, in dreidrähtiger Form, vierdrähtiger Form und fünfdrähtiger Form. Es sind die Anzahl der Leiter, die ich jetzt eben gerade angegeben habe. Und diese Leiteranzahl ist in einem Querschnittsbereich für zweidrähtig 1,5 bis 35 mm Quadrat. Für 3 und 4 ist es genauso 1,5 bis 35 mm Quadrat. Für 5-drähtig ist es von 1,5 bis 6 mm Quadrat. Die Bleimantelleitung kann in trockenen Räumen Auf-, In- und Unterputz verlegt werden, jedoch nicht in Bade- und Duschräumen. In feuchten und nassen Räumen sowie im Freien darf die Bleimantelleitung Aufputz, In- und Unterputz verlegt werden. In feuergefährdeten Betriebsstätten und Lagerräumen darf die Bleimantelleitung Auf-, In- und Unterputz verlegt werden. Ist zulässig. In explosionsgefährdeten Betriebsstätten und Lagerräumen ist es zulässig, Auf-, In- und Unterputz zu verlegen. Unter Berücksichtigung der besonderen chemischen und thermischen Einflüssen
zu beachten. Vor allem wird die Bleimantelleitung dort verlegt, wo mit Einwirkung von Lösungsmittel oder anderen Chemikalien gerechnet werden kann. Meine lieben Zuschauer, ich habe Ihnen in diesem Video ausführlich zwei Leitungen für feste Verlegungen in der Elektroinstallation vorgestellt. Diese beiden Leitungen kommen am häufigsten in der Elektroinstallation vor. Die weiteren Leitungen und Kabeln in der Elektroinstallation, in der Elektrotechnik, in der Fernmeldetechnik, in der Antennentechnik, in der Elektronik werde ich Ihnen in den weiteren Videos Teil 2 und so weiter vorstellen. Abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Das Abonnieren des Kanals ist in YouTube kostenlos. Sie bekommen dabei eine Nachricht, wenn ich ein neues Video in YouTube Ihnen übermittle. In der Zukunft werde ich noch sehr viele Videos über YouTube Ihnen übermitteln. Also, abonnieren Sie meinen Kanal, bleiben Sie auf meinem Kanal und verpassen Sie keine Videos. Und auch das Anklicken der unteren Internetlinks sind für die Zuschauer alles kostenlos. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen. Dies ist ein Anschauungsvideo, damit kein Lehrvideo. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich. Ich wünsche Ihnen noch erfolgreiche und zufriedenstellende Tage. Auf Wiedersehen.